Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute ein Stadionvlog. Es ist noch Freitag, wir fahren erst morgen früh los nach Hannover. Weil es morgen früh, früh losgeht, beginne ich den jetzt, weil sonst ist das viel zu viel Stress. Auf jeden Fall, wir sehen uns gleich nochmal wieder. Dann zeige ich euch mein Outfit für morgen und dann sehen wir uns gleich. Okay Leute, dieses Outfit ist jetzt geworden. Einmal diesen Wappenpullover. Mit einem großen VfL-Logo in der Mitte. Habe ich mir auch sogar damals beim Heimspiel gegen den Havese, TSV Havese geholt. Ja. Dann habe ich mich für dieses Trikot hier entschieden. Klassisches Heimtrikot in Lila. Mit Oma Traoré. Ja, Oma 23. Ist ein guter Mann. Da habe ich eine VfL-Jogginghose. Packen wir das mal hier weg. Ja. Hier mit dem VfL-Logo, ganz klassisch. Hier mit diesen weißen Streifen, drehen wir das nochmal um. Ja. Das ist die Hose. Okay, das war's dann auch von meinem Outfit. Und dann sehen wir uns morgen früh, wenn es nach Hannover geht, wieder. Okay, ich habe mich schon fertig umgezogen. Jogginghose an, Pullover auch an. Ja, es ist momentan 9 Uhr. Wir fahren um 10 Uhr los. Ja, wir frühstücken im Auto. Ich gucke gleich nach unten ein bisschen Fernsehen. Und dann geht es nachher auch schon los. Wir sehen uns dann näher, wenn es nach Hannover geht. Okay Leute, wir fahren jetzt los. Wir sind bereit, wir haben alle Sachen gepackt. Jetzt geht's los. Und jetzt fahren wir nach Hannover. Und dann sehen wir uns gleich auf der Autofahrt, auf der Autobahn oder was auch immer wieder. Okay Leute, wir sind jetzt schon auf der Autobahn, auf der A2 habe ich. Auf jeden Fall noch 100 Kilometer bis nach Hannover. Ja, dann fangen wir direkt mit den Tipps an. Paar, was ist dein Tipp? 1:3 Auswärtssieg. Was ist dein Tipp, Marlon? 0:2. Okay, mein Tipp ist 2:1. Ich schätze, wir kriegen auf jeden Fall ein Gegentor, weil wir waren im letzten Spiel nicht ohne Gegentor. Wir haben viele Gegentore geschossen, deshalb schätze ich, auch wenn Havese unten ist, kriegen wir trotzdem ein Gegentor. Aber trotzdem gewinnen wir knapp mit 2:1. Ja. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir da sind. Und ja, dann bis gleich. Wir sehen uns noch nicht beim Stadion wieder, nämlich jetzt bei der Raststätte. Jo, wir sind hier nach Raststätte bei der 2. Wir machen eine kurze Pause hier und dann geht's gleich weiter. Okay, wir sind jetzt beim Stadion schon. Wir sind gerade schon ein paar Meter gelaufen, da habe ich noch nicht gefilmt. So, da sind E-Scooter, da ist Marlon, da ist Papa. Auf jeden Fall, wir haben schon viele VfL-Fans gesehen. Noch keine Havese-Fans. Da vorne geht es zum Gästeblock. Und dann seht ihr es beim Eingang. Wir sind im Eingang und ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen dauern beim Eingang. Viele VfL-Fans schon da, sind ja auch 1500 mitgereist. Die Polizisten sind auch schon am Start. Ja. Stellen wir uns mal in die Schlange, das könnte jetzt noch ein bisschen länger dauern. Das sehen wir uns gleich im Stall wieder, würde ich sagen. Wir sind drin. Endlich durch damit. Jetzt müssen wir da ganz oben hin.
hab gar keine Ahnung. Achso, das ist eh alle gleich. Hab ich Bock, das wird so, mal wieder so ein geiler Stadion-Vlog. Das ist erstmal in der HDI Arena, direkt Auswärtsblock. Ich hab ja gesagt, die lade mich ein heute, okay. Ne? Ja. Die lade mich ein heute, ne? Saufen ohne Ende. Ja. Wir sehen uns dann gleich im Stadion wieder. Stadion, Fenster, cool. Ja, der bleibt hier wohl zählen. Die Aufstellungen, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, ziemlich klein. Nun kommen wir zur Aufstellung des TSV Arbeiter. Ich habe eine kurze Frage, wann bringt eigentlich VfL das Champions League Trikot raus? Halbzeit 0 zu 0. Hoffentlich in der zweiten Halbzeit fällt er mal das Tor. Dieser eine Moment ist her. Weiter. Hannover liegt gerade 2-1 hinten. Noch 2-1. Und die Ergebnisse. Und da sehen wir uns gleich wieder. Gute Chance gehabt, müssen mindestens einen machen. Also Kontakt sehr gut, sehr schnell.
grünen Brett ist zweimal Berit stark. Ja. Es kann gerne so weitergehen. Grün bei Israel. Und wieder halt ein Ding machen und dann bringe ich jetzt 1-0 mit nach Hause. Auf jeden Fall müssen wir gewinnen. Und ich bin optimistisch, dass wir es auch schaffen. Dann sehen wir uns gleich wieder bei der zweiten Halbzeit. Und schnell wieder hoch, damit ich kein Tor verpasse, ey. Zwischen! Stark! Ja, Mann! Auswärtssieg! Wichtig! Auch mit dem nächsten Spiel, wenn es wirklich um was geht. Um Platz 4 geht es noch, aber sonst auch um nichts mehr. Wichtiger Sieg, Alter. So ein geiler Stadionblock. Auswärtssieg, Marlon. Ja! Oh, geht schon. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt zum Auto. Dann fahren wir auch. Und ja, wir fahren jetzt erstmal nach Osnabrück zur Tankstelle. Super. Da wollten wir noch einen Burger essen. 1-0 Auswärtssieg, sehr wichtig. Wieder auf jeden Fall ein geiler Stadionblock. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns später bei der Tankstelle wieder. Wir gehen hier lang. Wir sind wieder in Osnabrück. Wir fahren jetzt zur Tankstelle. Also zur normalen Tankstelle, da tanken wir. Danach zur Bremer Brücke. Und danach fahren wir zur Tankstelle und da essen wir dann was. Ja, und als nächstes sehen wir uns dann, würde ich sagen, bei der Bremer Brücke. Angekommen bei der Bremer Brücke nach dem Auswärtsspiel. Ist das geil. Jetzt geht es erstmal rüber zur Westkurve, dann zur Ost und dann zur Nordtribüne. Thank you.
zur Tankstelle und da essen wir was. Wir sind bei der Tankstelle. Es riecht ein bisschen, aber egal, wir lassen uns das Essen jetzt schmecken. Irgendwo, wo es frei sein könnte. Let's go. Platz ausgewählt. Gleich Essen bestellen. Cool. Ja, cool. Ich auch. Jetzt wird dich jetzt der VfL werben. Yes. Der erste Ding, der VfL-Burger, Pommes, Cola und Gurkeneistee. Cool. Wir sind jetzt nochmal hinter die Tankstelle gegangen. Hier kann man noch das Graffiti sehen und alles. Ja, der Burger war sehr lecker. Der VfL-Burger. Ja, für mich persönlich eine 10 von 10. Die Pommes, ja, auch eine 8 von 10. Ja. Hier nochmal eine Fan-Tankstelle, kann man nochmal die Schrift lesen. Und wir haben uns auch einen Brückeneistee geholt. So. Und wir haben so einen Schlüsselanhänger bekommen. Sehr nett. Und das ist auch, finde ich, der beste Zeitpunkt, diesen Vlog zu beenden. War ein sehr langer Tag, hat sehr Bock gemacht. Unser erstes Auswärtsspiel. Und nach langem wieder ein Stadion-Vlog. Ja. Lasst gerne ein Like da und ein Follow, wird uns sehr freuen. Das mal noch. Und dann würde ich sagen, hoffentlich bis zum Spiel gegen Magdeburg. Da wird es vielleicht auch noch einen Stadion-Vlog geben. Und da würde ich erstmal sagen, danke fürs Zuschauen und ciao.